Hallo, mein Name ist Jens Trocher. Ich bin Journalist, freiberuflich und engagiere mich auch im Vereins- und Stiftungszentrum. Ich beantworte heute ein paar Fragen zum Thema Podcast. Was ist das eigentlich und wie können Sie das Format für Ihre Vereinsarbeit vielleicht einsetzen? Was versteht man konkret unter einem Podcast und sollten sich Vereine mit diesem Format auseinandersetzen? Also ein Podcast ist eigentlich eine Audiodatei, die auf vielen mobilen Geräten oder auf dem heimischen Computer angehört werden kann. Das Wort Podcast setzt sich aus dem Wort iPod, das ist dieser kleine MP3-Spieler von Apple, zusammen und dem Wort Broadcast für Senden aus dem Englischen. Irgendwann hat man das zusammengefügt und jetzt gibt es unheimlich viele Podcasts. Ich finde, das ist eine ganz tolle Angelegenheit. Und wenn Sie sich für Ihren Verein, für dieses Format interessieren, sollten Sie sich überlegen, mit welchen Inhalten ich so einen Podcast fülle. Geht es vielleicht um Tierschutz? Dann kann ich eine ganze Menge darüber erzählen, aus der Praxis, ein bisschen was Theoretisches. Oder Sie haben einen Podcast, mit dem Sie vielleicht Sozialarbeit machen. Das wäre auch noch eine Idee. Und man kann so ein Format natürlich auch einsetzen, wenn Sie Medienerziehung mit Kindern und Jugendlichen machen wollen. Der Podcast bietet natürlich auch die Möglichkeit, Ihren Verein in so einem Audioformat für die Öffentlichkeit aufzuarbeiten. Sie können eine ganze Menge dort unterbringen an Inhalten. Sie können Ihre Mitglieder und Engagierte vorstellen. Sie können vielleicht das ganze Projekt mal vorstellen in 1, 2, 3 oder mehreren Teilen. Also für einen Verein ist so ein Podcast auch eine relativ günstige Möglichkeit, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Welche Inhalte können und sollten in einem Podcast untergebracht werden? Alle. Sie können machen, was Sie wollen, weil Sie ja keine Redaktion haben, die Ihnen immer so bohrende oder quälende Fragen stellt. Nein, Sie machen das selber. Sie können entscheiden, welche Inhalte Sie dort unterbringen. Sie sollten sich vorher ein bisschen Gedanken machen, wie viel habe ich zu erzählen? Ist es vielleicht ein Podcast, der über mehrere Folgen läuft? Gibt es vielleicht sogar ein Thema, was für eine ganze Staffel geeignet ist, vielleicht aus 3 oder 6 Einzelfolgen. Also die Themenbreite ist wirklich unheimlich groß. Am besten, Sie recherchieren das mal in den einschlägigen Podcast-Portalen. Vielleicht haben Sie auf Ihrem Smartphone ja sogar schon einen Podcast-Player installiert. Bei Apple ist das die Podcast-App, bei Google ist das der Google-Podcast und. Es gibt da viele, viele Möglichkeiten. Spotify wäre auch noch so eine Möglichkeit, wo Sie sich vielleicht schon mal Gedanken machen können, ach, was machen denn andere, wie machen denn auch das andere, und da kommen Sie vielleicht auch noch auf gute Ideen. Was zeichnet einen guten Podcast aus? Wie oft sollte ein solcher erscheinen? Also ein guter Podcast ist vor allem spannend und den Leuten, denen man zuhört, die müssen irgendwie sympathisch sein. Das hängt zum einen von der Stimme ab. Zum anderen von der Art der Aufnahme, die muss technisch, muss die in Ordnung sein. Und natürlich auch von den Geschichten, die Sie erzählen. Also Sie können dort mit diesem Podcast, hatte ich schon erwähnt, ja sehr viel und sehr große Themenvielfalt abbinden. Aber Sie müssen natürlich auch authentisch sein. Also Sie müssen mit Ihren Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartnern, ich empfehle immer, das zu zweit zu machen, wirklich ein spannendes, interessantes Gespräch aufnehmen, wo die Leute, die Hörerinnen und Hörer merken, ja, die brennen für ihre Sache oder die haben echt eine super Idee. Und das gelingt natürlich, wenn man vor Mikrofon so ganz entspannt plaudert, und dann kommt sicherlich ein interessanter Podcast raus. Wie oft sollte der erscheinen, ist noch eine kleine Nachfrage. Regelmäßig. Ich bei meinem Podcast zum Beispiel mache alle 14 Tage eine neue Folge. Sie können das aber auch jeden Monat mal machen. Dann wird es schon ein bisschen kritischer. Manche machen auch einmal im Jahr eine Staffel von vielleicht 10 Folgen. Das kann man machen, wenn man ein sehr großes Thema hat, was man relativ komplex erzählen muss. Aber so 14 Tage oder einmal im Monat ist eigentlich eine gute und auch machbare Häufigkeit.
Wie sieht es mit Technik und Know-how aus? Wer kann einem hierbei gegebenenfalls weiterhelfen? Also helfen tut ganz klar das Internet. Es gibt mittlerweile unzählige Seiten, die beschreiben und sehr gut erklären, was man für so einen Podcast alles braucht. Man braucht einen Podcast-Hoster, der das Ganze auf den einschlägigen Plattformen vertreibt. Und man braucht natürlich ein bisschen Technik, eigentlich ein Mikrofon und ein Aufnahmegerät. Manchmal reicht schon ein Smartphone. Ich habe persönlich mir ein kleines Aufnahmegerät, das ist wie so ein Diktiergerät, gekauft. Denn das Entscheidende beim Podcast ist, viele hören Podcasts über Kopfhörer. Das heißt, ihre Stimme ist dann ganz nah in den Ohren und am Kopf der Hörerinnen und Hörer. Das müssen Sie berücksichtigen, diese Rausche und technisch minderwertigen Podcast, mit dem werden Sie keinen Erfolg haben, weil wirklich entscheidend ist, möchte ich mir das über eine halbe oder dreiviertel Stunde anhören. Mit dem Smartphone können Sie das auch gern mal kurz und knackig ausprobieren, denn ein entscheidendes Kriterium ist auch die Stimme und wie klingt jemand, kann jemand frei sprechen oder sind da wirklich immer ganz viele Äs und Os und Hm drin. Ich würde es mal mit einem Smartphone ausprobieren, das Headset, und dann können Sie schon mal so ein bisschen testen, ob so ein Podcast was für Sie ist. Wie kann es gelingen, möglichst viele Hörer zu erreichen bzw. die Hörerschaft auszubauen? Wie man viele Hörerinnen und Hörer erreicht, das ist natürlich die Kernfrage. Wenn Sie einen Podcast aufgenommen haben, wollen Sie natürlich, dass den möglichst viele hören. Wenn Sie einen Podcast-Hoster haben, der verteilt das technisch an die meisten Plattformen, die es gibt, und wie sie viele Hörer erreichen, ist ein großes Geheimnis. Dem bin ich auch noch nicht so richtig auf die Spur gekommen, aber es gibt so ein paar Kriterien. Das eine ist, Sie sind ganz prominenter. Sie heißen Thomas Gottschalk und haben einen Verein und natürlich kennen Millionen Menschen Ihren Namen. Prominenz, damit erreicht man wirklich viele Hörer, oder Sie haben ein ganz tolles Thema. Sie haben ein Thema, was es so noch gar nicht gibt, was aus Ihrem Blickwinkel noch nicht so besprochen wurde oder vielleicht unheimlich schlecht besprochen wurde oder schon ganz alt ist, und Sie haben ganz neue Ansätze. Also je spitzer auch so ein Thema ist, desto größer ist die Chance, möglichst viele Hörer zu erreichen. Wobei, vielleicht brauchen Sie gar nicht so viele Hörer. Vielleicht brauchen Sie auch eher wenige Hörer, die aber dann Ihren Podcast umso intensiver hören. Also es gibt so ein bisschen die Theorie, was nutzen mir 30.000 Hörer, die mich abonniert haben, aber bloß jede dritte Folge hören. Aber wenn ich 500 Hörerinnen und Hörer habe, die jede Woche oder alle 14 Tage, jeden Monat darauf warten, dass endlich eine neue Folge rauskommt, dann ist das, wie viel Hörer, eigentlich gar nicht so entscheidend, sondern sie haben dann echte Fans. Welche Fehler sollte man im Zusammenhang mit Podcasts vermeiden? Einen großen Fehler habe ich schon gesagt, die technische Qualität muss ziemlich gut sein. Das gelingt wirklich auch mit günstigen Mikrofonen, mit einem Schnittprogramm. Sie sollten sich damit ein bisschen beschäftigen, auseinandersetzen, aber wenn die Sprachqualität technisch nicht in Ordnung ist, dann wird Ihr Podcast unter Garantie nicht so erfolgreich. Was ich auch nicht oder was ich auch aus eigener Erfahrung sagen kann, ist, Sie sollten keine Musik verwenden, die Sie nicht selber gespielt oder komponiert haben. Musik ist ein sehr kritisches Thema. Wenn Sie Musik in einem Podcast verwenden, müssen Sie GEMA bezahlen. Das heißt, es werden irgendwann mal Kosten auf Sie zukommen, wenn Sie da wild einen neuen Party-Podcast machen und einen Haufen Musiktitel haben, dann wird es relativ teuer. Also da sollten Sie vorsichtig sein. Und Sie sollten den Podcast nicht zu lange machen. Es gibt einen Zeit-Podcast, da war, glaube ich, die längste Folge mal 8 oder 16 Stunden. Ich würde es nicht länger als 30 oder 45 Minuten pro Folge machen. Dann lieber 2 Folgen zu einem Thema. Das wären so meine Empfehlungen für Sie.